Also, du arbeitest hier bei Ink Magazine am Stand und da ist gute Laune. Ja, man muss nicht viel machen, außer ich bin eingestellt, um mich einfach dahin zu stellen und gut auszusehen. Klappt nicht so gut, aber läuft. Ich muss auch noch reden, was für ein Mist. Ja, du hast einen Scheißjob, ich werde besser bezahlt, ich muss nur stehen. Okay, dann werde ich mich mal informieren. Wie bist du da rangekommen? Also, wie kam das? Also, sag ich jetzt mal, Tattoo-Models wurden gesucht und ja, und dann war ich am Start. Cool. Wie lange bist du schon Tattoo-Model? Gar nicht. Also ich sag mal so, ich bin tätowiert und ich mache zwischendurch mal Fotos. Oder ich habe Fotos gemacht, mache das auch nicht mehr und wenn irgendwas Geiles ist, mache ich trotzdem. Wenn man das so sagen kann. Klar, auf jeden Fall. Natürlich. Wann war das denn, wann war dein erstes Tattoo? Oh, meine erste Tätowierung, muss ich echt sagen, mit 18 erst. Also so richtig legal gewartet und so. Ja, und ich habe auch mir was richtig Geiles machen lassen, und zwar ein Arschgeweih. Ist es noch da oder ist es weg? Ich habe das immer noch. Weil, sagen, zeig mal, was ist schwierig. Mein Ex-Freund, der Tätowierer war, hat gesagt, wir machen da auf jeden Fall was drüber. Machen so schön den ganzen Rücken zu. Und ich wollte das nicht, weil wenn so jemand den ganzen Rücken so dunkel zu hat, dann weiß man sowieso, dass da ein Arschgeweih drunter war. Und da habe ich gesagt, nö, ich stehe jetzt dazu, ist meine erste Tätowierung. Und dann haben wir, weil man ja sagt, du bist abgestempelt, wenn du ein Arschgeweih hast, haben wir so einen schönen Stempel dazu gemacht. Und da steht jetzt für einen Arsch Limited Edition Original. Halt. Eigentlich, also weil jetzt können wir dich ja schlecht aussehen. Eigentlich müsste man mal so ein Bild dann davon einblenden. Ja, das machen wir einfach im Nachhinein. Ja. Wir fotografieren das gleich und dann blendest du das einfach so, wenn ich diesen Scheiß hier gerade quatsche, so mit rein. Sehr gut, gute Idee, gute Idee. Und hast du denn aber, du hast, als du es gemacht hast, warst du ja wahrscheinlich erstmal zufrieden damit, oder nicht? Klar, hallo, erste Tätowierung. Ich war total mega stolz und habe auch nur noch meinen Arsch rausgestreckt. Und hallo, ich bin tätowiert. Ich bin die geilste Sau der Welt, so mit 18, klar. Nur noch baufrei getragen. Ja klar, auf jeden Fall. Und wie war es dann? Also wie lange hat es gedauert, bis du Bock aufs Zweite hattest? Bis die Sucht zugeschlagen hat, wie man so schön sagt? Das hat ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, ein paar Jährchen später habe ich mir irgendwie auch so einen kleinen Scheiß im Nacken und eine kleine Eidechse auf dem Bauch. Also es hat wirklich lange gedauert. Und boah, ich glaube schon, scheiße, bin schon voll betrunken. Kann ich mir nicht vorstellen. Bevor ich angefangen habe, mich richtig zuzuhacken, das hat wirklich noch mal 10 Jahre gedauert. Und dann hast du dann bewusst gesagt, jetzt ist die Grenze zwischen Verstecktem und jetzt geht's los und es interessiert mich nicht mehr? Oder kam es schleichend? Nee, kann ich dir genau sagen. Ich glaube, vor 15 Jahren habe ich mir diese Schwalben hier gemacht. Ja. Und die haben, glaube ich, angefangen. Also danach war der Auslöser, wo ich, weil das war eh und auf dem Unterarm, es war bunt, man hat es gesehen, es war nichts mehr, was man verstecken konnte. Und ab da fing die Sucht einfach an. Ja. Ne? Und dann habe ich mir den ganzen Arm zugeklatscht. Das war dann so innerhalb von 2 Jahren, war der dann zu. Und dann ging das immer pöperpö. Also ich muss noch mal kurz sagen. Ist geklebt, oder? Also ist geklebt, oder? Tattoo. Aber steht dir gut? Ja, gerade bei uns am Stand verkaufen wir auch schöne Klebetattoos. Und ich muss ja Werbung machen. Also es ist nicht echt, auch wenn es auch mega geil aussieht. Ich habe hier jemanden nebenan, der kann dir das so stechen. Nein. Schade. Also auf der Hand, ich bin total die Memme. Auch wenn ich heule immer rum. Meine Tätowierer beschweren sich auch immer. Und auf der Hand traue ich mich nicht. Aber du hast doch hier am Daumen jetzt ein neues, ja? Aus der Convention. Also von der Convention. Das habe ich gestern gemacht. Vielleicht halten wir das, vielleicht klappt das. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und das ist ein süßer Elefant! Ja! Und ja, das war so eine Spontanaktion und ich muss sagen, die Tätowierung, die Tätowiererin war einfach mega geil, weil das tat auch gar nicht weh. Erstaunlicherweise, auf der Hand, das tat nicht weh. Wie hat die das denn gemacht? Ich weiß nicht, sie hat Zauberhände und deswegen habe ich auch schon überlegt, ob ich da nochmal hingehe und mache irgendwas an irgendeiner Stelle, die andere Hand. Traue. Ja, irgendwas mache ich da noch. Wir kriegen dich noch so weit. Auf jeden Fall gehe ich da nochmal hin. Also du bist bei den, sag ich mal, krasseren Stellen wie Händen, bist du eher davon abgeneigt, dass es weh tut, als davon, dass es dann Probleme gibt? Oder wie ist das so? Also bei meinem Job ist es eh egal. Also ich arbeite im Büro und das interessiert da keine Sau, ob ich da tätowiert bin oder nicht. Aber ich bin halt so eine Memme bei Hände und Hals. Ich habe jetzt mir das gemacht. Der sieht auch cool aus. Ja.
Ich mag die Farbe, komischerweise. Aha, das geht auch noch weiter. Hier ist auch rot. Oha, oha. Und ich werde es jetzt sagen, Leute, ich habe Emlersalbe draufgeklatscht. So, jetzt ist es. Hilft das? Ja, ja. Ja? Also bei so einem kleinen Scheiß, die Emlersalbe betäubt. Wenn du jetzt was Größeres machst, ne, hält es nicht lange. Aber bei so einem kleinen Scheiß ist das gut. Also hältst du eine Stunde oder was? Ja. Also interessant. Ab da, wo es richtig schön ausgemalt wird, ist vorbei. Ist vorbei. Okay, also Emlersalbe und Outlines. Emlersalbe und Outlines, Leute, kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr so ein Halszeugs machen wollt, kriegt ihr in der Apotheke. Kannst du dir denn vorstellen, noch höher am Hals irgendwas zu machen? Eigentlich nicht. Nee, also ich bin ja so eine kleine Lästerschwester und wenn ich dann auch immer so Mädels sehe oder Jungs, ist ja auch egal, die jetzt irgendwie nichts haben und komplett den Hals um die Hände tätowiert, dann denke ich mir auch immer, voll ätzend, ey, was stimmt mit denen nicht? Also wenn du eh zu bist, dann ist egal, ne? Aber wenn du damit anfängst, finde ich doof. Also siehst du das auch eher so kritisch, dass jetzt so Leute einfach total einen auf Gangster machen und sich direkt die schwierigen stellen? Aber es ist ja auch ein neuer Trend. Also man muss ja auch aufpassen, die Zeit, die hat sich geändert und damals, wo ich, also wirklich diesen Arm, den habe ich jetzt schon 12, 13 Jahre zu. Den Arm hast du schon von Anfang an, der ist nur seit zu, dazu. Ah, ja, stimmt. War, das ist immer mein Standardwitz. So. Wow. Du hast recht, also den Arm, den habe ich noch nicht so lang. Nee, aber so damals war das auch noch richtig spektakulär, wenn du das hattest. Ne? Da kam auch mal zu mir, oh, darf ich das mal anfassen? Und jetzt ist ja wirklich jeder tätowiert, ne? Das ist schon eine andere Sache. Und da ist ja Hals und Hand ist ja total im Trend gerade. Und früher hast du es ja irgendwie gemacht, damit es versteckt ist. Und ja, jetzt ist es eh zu spät. Also jetzt kann ich es eh nicht mehr wegmachen. Habe ich Arschkarte. Ach, so schlimm ist es ja wohl nicht. Was sind denn so deine nächsten Pläne? Hast du schon Pläne? Ja. Es sind noch ein paar Lücken am linken Bein. Das will ich auf jeden Fall zuhaben. Weil mein rechtes Bein soll leer bleiben. Ich will auf jeden Fall ein Glied an meinem Körper haben, was keine Tätowierungen hat. Weil mein Freund hat wirklich keine Tätowierungen. Und ich glaube, dass er nachts, wenn ich schlafe, mich immer so zudeckt und mein rechtes Bein guckt nur raus. Damit er sich denkt, boah, ich habe eine geile, untätowierte Freundin. Und deswegen muss ich das einfach so lassen. Ja, ich habe keine andere Wahl. Das ist ein sehr geiler Grund. Oder? Ja. Ich muss halt irgendwas behalten, das untätowiert ist. Vielleicht, damit er bei mir bleibt. Vielleicht reicht ja auch das Gesicht so. Oder nur eine Hand. Ja, Gesicht, ja. Also ich habe hier schon was. Ich glaube, das reicht auch nicht. Verdammt. Das reicht also der nicht. Hat gar keine? Der hat wirklich gar nichts und ich finde das auch gut. Also ich habe schon zu ihm gesagt, entweder klatsche dich total zu oder du machst bitte gar nichts, weil nur das eine oder das andere ist geil. Er muss ja auch erstmal im Arschgeweih anfangen und das ist dann ja wirklich unsexy. Das dauert ja auch total lange, bis es dann gut aussieht, oder? Das ist so geil, wenn er so jedes Tattoo von dir so kopiert und so nach und nach auch in der gleichen Reihenfolge. Ja, ich würde es am Anfang geil finden, aber irgendwann mache ich dann Schluss, weil es total uncool ist. Der Arme. Und, ja, hallo, ich lasse mein rechtes Bein für ihn frei, was will er noch? Weiß er das? Also weiß er das? Das ist so. Ja, also er weiß das und er zwingt mich auch dazu. Immer diese Unterbrechungen hier mit diesem Laufpublikum. Unglaublich. Verrückte Menschen hier. Genau. Ja, auf der Tattoo-Convention laufen auch nur verrückte Menschen rum. Kann ich, verstehe ich nicht. Also tätowierte Menschen sind kriminell und deswegen laufen hier auch nur total die Freaks rum, ist ja vollkommen klar. Weil reine Haut rein. Ja. Nee, ich wollte auch eigentlich noch mal vernünftige Fragen stellen. Wenigstens zwei oder drei, bevor ich wieder Ärger krieg. Okay, ich mal ja. Auf Ex. Quatsch. Und zwar wollte ich wenigstens noch einmal in die Tiefe gehen und dich fragen, ein bisschen zur Bedeutung deiner Tattoos. Ob du da was drüber erzählen willst. Bestimmte Tattoos, die dir viel bedeuten oder überhaupt so, wie du dran gehst an die Motive. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nicht unterbrochen, ne? Ja. Jetzt stell die Frage zu Ende, ich möchte antworten. Okay, ich habe sehr viele Tätowierungen, die also gar nichts bedeuten. Die aber schön sind. Ja, und ich habe auch... das bedeutet mir sehr viel, weil das ist meine beste Freundin, die vor mittlerweile schon 6 Jahren gestorben ist. Und, ich erzähl mal kurz, das ist ein Herz mit Joy und einem Kreuz oben drauf. Genau. Und meine Freundin Joy, die kenne ich seit meinem 11. Lebensjahr. Und wir waren seit wirklich ein Herz und eine Seele, bis sie leider verstorben ist. Und das, deswegen bedeutet mir das sehr viel. Ich habe das und ich habe auch noch im Nacken etwas für sie gemacht. Weil wir hatten so ein Freundschaftstattoo zusammen und da habe ich halt noch was runtergesetzt, was mir sehr wichtig ist. Und mein Hund auf meinem Oberschenkel.
Mein Hund bedeutet mir natürlich auch sehr viel. Ich liebe meinen Hund. Und ansonsten... Aber der Hund lebt noch. Mein Hund lebt noch. Und natürlich so richtig schön klassisch. Das war auch einer meiner ersten Tätowierungen. Meine Tochter. So schön ihren Namen. Das war, glaube ich, auch das zweite, was ich auf diesen Arm gemacht habe. Das bedeutet mir natürlich auch sehr viel. Obwohl meine Tochter es nicht geil findet, aber sie ist ein Teenager, die findet natürlich alles scheiße. Ja, das habe ich mich noch zwei, drei Fragen. Also einmal würde mich interessieren, ob dir das Gedenktattoo auch geholfen hat, darüber hinwegzukommen. Also war das schon so ein Abschluss, also dass man sagt, okay, ich besiegel das Ganze jetzt mit einem Tattoo und dann hilft mir das vielleicht, damit klarzukommen? Also mir war es total unheimlich wichtig. Also ich habe noch nie so viel... also mir war es noch nie so wichtig, eine Tätowierung zu machen als diese. Also die wollte ich auf jeden Fall unbedingt haben, nachdem sie gestorben ist. Aber ob es mir geholfen hat, ich muss emotional leider sagen, dass ich immer noch nicht drüber hinweg bin. Okay, dann will ich auch nicht näher darauf eingehen, sondern bessere Sachen fragen und sagen. Ja. Und zwar, wusstest du, dass man inzwischen aus Tierhaaren, du kannst Tierhaare von deinem Hund einschicken. Hast du gehört? Ja. Kannst du, also sie hat ja direkt daneben, ne? Ja, ich sehe es gerade. Ja, also man kann, ich erzähle nochmal kurz, weil die Makane hat mir das ja erzählt, ja. Tierhaare einschicken und die so auf die Kohlenstoffe reduzieren lassen, dass man damit tätowieren, also Tätowierfarben herstellen kann. Würde das für dich in Frage kommen? Also jetzt hast du ja das Tattoo von deinem Hund schon, aber wenn du das schon vorher gewusst hättest? Oh, das hört sich vielleicht scheiße an, aber ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Nee, das ist ja auch verständlich. Also, also die Vorstellung, oder? Dass du aus Haaren, ob jetzt von deinem Hund oder von deinem Haustier oder von deinem Freund oder von deinen eigenen Haaren Farbe machst, ist irgendwie ein bisschen verrückt, oder? Ja, ist verrückt, auf jeden Fall. Aber deswegen wollte ich mal fragen, weil ich habe ja keine Tiere. Von meinem Freund Haare würde ich jetzt nicht unbedingt einschicken. Deswegen wollte ich mal jemanden fragen, der da vielleicht näher am Thema ist. Das hat mich interessiert. Nee, ich liebe meinen Hund über alles, liebe meine Tochter, ich liebe meinen Freund, aber ich will nicht denen ihre Haare unter meine Haut. Eingewachsene Haare. Ja. Nein, das ist ja was anderes. Aber ich kann es verstehen, ich finde es auch cool, aber ich wollte mal jemanden fragen, der auch Tiere hat und auch Tierporträts hat. Nächste Frage, die mir noch eingefallen ist, als du erzählt hast. Deine Tochter, wie du sagst, ist ja selber jetzt Teenagerin. Ich habe, wenn ich richtig gerechnet habe, 17 jetzt. Yes. Was ich schon mal sehr verwunderlich finde, weil ich habe gedacht, du bist 19, von daher passt es nicht so ganz. Ja, 19, das wäre geil. Aber was sagt ihr denn zur Tattoo-Business? Hat sie selber schon welche? Wenn sie dürfte, hätte sie. Aber sie darf nicht? Nein. Also 18. Also bald. Also sie versucht mich immer zu überzeugen, aber da bin ich eine ganz strenge Mama. Sie darf auf keinen Fall sich tätowieren lassen. Also mit 18 kann ich eh nichts mehr machen, das ist ja bald soweit. Aber ich versuche sie jetzt schon zu bearbeiten, dass sie nicht mit 18 sofort loszieht und sich irgendeine Scheiße tätowiert. Weil ich denke an meinen Arschgeweih zurück, den ich auch direkt mit 18 gemacht habe. Und was man halt mit 18 geil findet, findet man noch lange nicht mit 25 oder... Was weiß ich, in meinem Alter mit 36 schon mal gar nicht mehr geil, ne? Deswegen, Aber ich erlaube es ihr einfach nicht. Also dann bin ich am Ende nicht schuld. Ja, das stimmt. Und was hast du jetzt noch so auf der Convention vor? Also wahrscheinlich arbeiten, Freunde treffen. Lässt du dich auch tätowieren? Hast du schon? Du hast schon alles erledigt. Hey, hallo, ich habe dich getroffen. Ne? Das war mein größtes Ziel. Wer gerade auf, du hast schon alles erledigt. Ich hab schon eine Tätowierung. Ja. Ich arbeite, ich sehe geile Leute. Ey, hallo, ich habe das Traumleben. Da kann ich einfach nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Interview. Ja, okay.